angevisiert hast und ausgewählt hast, bis dahin bist du schon lange gestorben. Am meisten, wenn eine Frau mitspielt, nicht? Ein Stadtrennen mit Goka, das würde ich nicht nennen. Glückwunsch zu Level 300. Ey, geil, na eben. Naja. Ich glaube, ab 100 guckst du nicht mehr so auf die Level. Nö. Ab 120 ist es eh wurscht. Ja, weil dann bringt das gar nichts mehr, Alter. Ja, dann hast du sowieso alle Teile und alle Waffen. Ganz ehrlich, ich kann Gokart nicht fahren. Ich fahre mit den Dingern immer irgendwo dagegen. Warte, dann wetten wir mal schnell. Ja, Zweifel auf Markus wetten. Ja, der hat meistens immer Glück. Also, was heißt Glück? Der kann die Rennen meistens. Kann ja nur sehr schlimm werden. Eine Katastrophe. Hättest du andere Fahrzeuge wählen können? Irgendwas Hübsches? Wir sind alle gleich auf die Hupe dreschen. Standard 4. So. Eins. Mein ist kleiner stehen geblieben. Sven, komm mal mit hier. Na, ich guck mal das von hinten an. Da schießt wenigstens jemand auf mich von hinten. Wir finden was. Oh ja, PJ! Radikal, nein! Oh, okay. Ich mach oh, mal ein bisschen Windschatten hier! Wie viele Runden gibt's denn eigentlich hier? Vier! Oh, der Kurs geht schnell! Oh, Alter, wo kämpft denn hin? Ich wollte eigentlich mitkommen, aber ich hab die Kurve nicht mehr gekriegt, ich hatte so viel über das Ding. Da hinten brennt irgendwas. Wer ist explodiert? Da explodiert noch keiner. Kommt doch. Ui! Oh, na, du bist schon geil. So, das ist gerade so ein bisschen ins Herz. Da weil er auf einmal ruhig sind und sich konzentrieren aufs Fahren, finde ich herrlich. Ja, es braucht auch mal sowas. Man genießt gerade ein bisschen die Ruhe. Boah, falsche Musikcenter hier. Runde 2. Ich sag mal, Gogo, das ist übelst langsam. Ich glaube, ich habe ein Rad ab. Das ist aber wir haben alle ein Rad ab. Das ist aber. Das liegt dann aber nicht am Go-Kart. Da haben wir alle ein Rad ab. Das ist es nämlich. Ah. Ich weiß, wo der Fehler ist. Ich stehe auf der Handbremse. Das hat gerade eigentlich. Es gibt so viele schöne Autos in GTO. Wer ist denn der nimmt das langsamste? Das gleiche wie mit den Rennen mit den Nutzfahrzeugen. Nein, da war eine Wand! Ich hätte doch bremsen sollen. Ach was, wir wollen es vergessen. Mensch Markus, jetzt mach doch mal ein paar Fehler. Der macht keine. Miteinander irgendwie kollidieren und euch alle mal drehen, dass ich ins Kugel rankomme oder bremst einfach mal so aus Spaß. Genau. Ich werde doch nicht mal böse drüber, ne? Dreieck ist Nitro. Aber es klappt nicht bei den normalen Rennen. War schön wieder dran. Gibt's ja wirklich Nitro? Nee, ne? Nein, bei den GTA Nein, aber bei den GTA-Rennen kannst du mit Dreieck aussteigen. Respawn. Oder respawn. Das habe ich hier bei Kronk habe ich das immer gelesen, habe ich immer GTA geguckt und da habe ich auch immer gesagt, bei Dreieck ist Nitro. Nee, weil Nitro kriegst du da eingespielt. Na klar, mit L3. Nein, dann müsstest du unten in der Anzeige einen gelben Balken sehen, dann hast du Nitro, ja.
Oh Mann, ich war schon wieder drin, ey. Zwei, drei Fehler drin gehabt. Ja, das war noch Zeiten, wo du die Leute verarschen konntest. Hier, drück mal Alt F4. Ja. Na gut, das ging ja nur am PC. Das klappt mit der PlayStation nicht. Wie krieg ich das und das? Ja, Alt F4. Twitch-Chat ist gemein. Hä? Drück mal Format C, das geht genauso schön. Gibt's das überhaupt heute noch? Echt gar nicht. Also wir meinen einfach mal ganz ehrlich mit dem Kopf zum Musik. Boah, Alter, das zieht gerade so ein bisschen. Die ersten drei hier? Wie eine Perlenkette. In welcher Runde sind wir eigentlich? Jetzt kommt gleich die letzte. Stümper Steuerkreuz nach unten. Da siehst du es ja. Du. Aber jetzt, was deprimierend ist, wenn du hier hinterher fährst die ganze Zeit, ist passiert nicht. Ja, ich glaube, ich habe das Gefühl, wir alle hatten den Boost-Start und du nicht. Wahrscheinlich, ne? Weißt du nicht, wie der geht? Nö. Bei AIDS Gas geben. Du musst genau, wenn das Go kommt, musst du Gas geben. Wie bei Mario Kart früher. Dann hast du so einen Schuh. Ausgerutscht. Was wärst du jetzt? Das könnte man mit einfügen, die Dinger hier mit Items und so, mit Bananen und so die Klassiker. Halt. Das ist ja noch ein Plan von mir, die Rainbow-Strecke hier zu bauen. Aber die Originale, ne, vom N64. Die 4-Minuten-Strecke und nicht die kurze, die sie da auf der Switch oder auf dem DS haben. Boah, Alter. Hier passiert nichts, ne, gerade. Ja, es wird gleich wieder besser. Gleich immer wieder irgendwas zu ballern. Ach, alles dann gut. Lachen wir wieder. Und du war ja auch hier. Genau, aber diesmal die Frau, das weiß ich. Nochmal mache ich das nicht mit. Ich kann fahren, wie ich will, ich komme nicht ran, ne? Ja, das ist halt so, wenn keiner einen Fehler macht und man auf Windschatten und nicht wirklich reinkommt, dann hängst du da wirklich hintereinander weg. Ich fahr gleich mal die Box. Nur ein paar Tuning-Teile ab. Gehst auch die schnellste Runde, ne? Wenn ich schon die gewinne, will ich wenigstens die schnellste Runde den Extrapunkt haben. Ja, nachher ist der Formel 1, 15 Uhr als Rennstart. So? Ich weiß noch, 13:30 Dresden spielt gegen Dings. 14:05 mit Lok. Heute gegen Chemie. Da kommt jetzt mit der dritten Liga oder vierten Liga an. Nee, ich rede ja von der zweiten. Ich rede doch von ehrlichem Fußball und nicht den gekauften Mist. Haben wir ja gestern gesehen, was das bringt, Geld an Schiedsrichter zu überweisen. Beim Bremen-Spiel. Ach, das war ja wirklich. Eine Schwalbe vom Herrn. Das war vorher noch ein Handspiel. Da habe ich gestern in einer der WhatsApp-Gruppen von meinem Formel 1 kam da, habe ich noch gepostet als Vergleich zu dem Video wie der Umfeld der Bremer, habe ich die Schwalbe von Möller damals gepostet. Hier, falls es noch jemand kennt, die berühmte Schwalbe vom Andi Möller. Und, Ach, guck mal, wie schnell der Vorbild ist hier. Bin nur noch Dritter, siehst du? Das ist aber ziemlich knapp. Also zumindest wir vier da zusammen. Markus ist ein bisschen weg mit 6 Punkten, aber der Rest ist dran. Da stoppt jetzt doch mit 6 Punkten. Markus hat ja auch Gottmut an. Ja, ist so. Das hat er immer. Jetzt haben wir wieder King of the Hill, also einnehmen hier. Alles soweit? Wenn ich jetzt nee sagen würde, würdest du Short drücken. Eben. Ja. Ja, das mache ich bei Baby auch immer so.